Servus, meine lieben Freunde der E-Mobilität. Bei Gebrauchtfahrzeugen, worauf kommt es da an? Also bei Elektrofahrzeugen, klar, ist ein Elektroautokanal hier. Worauf kommt es da an? Auf die Akkugesundheit. Und zwar ist das wichtig für den Verkäufer und für den Käufer. Man will ja wissen, was man da kauft. Und diese Akkugesundheit drückt sich aus im sogenannten State of Health, SOH in Prozent. Und das gibt wiederum an die Kapazität, die noch verbleibend ist nach der ganzen Alterung des Akkus und die man noch nutzen kann im Alltag. Was gibt es da an Alterung? Das ist einerseits die kalendarische Alterung über die Zeit, aber auch über die Zyklen, über die Nutzung des Akkus, also Laden und Entladen schädigt sozusagen, verbraucht den Akku ein klein wenig und die Kapazität, die gesamtnutzbare Kapazität wird weniger. Da spielt auch noch das Batteriemanagement rein, denn das gibt mit der Zeit teilweise dann etwas weniger frei, um übermäßige Schäden am Akku zu verhindern. Kann passieren, kennen wir von manchen Teslas zum Beispiel. Und dann wollt ihr natürlich wissen, sowohl als Verkäufer als auch als Käufer, wie viel kann ich jetzt wirklich dem Auto noch abverlangen, wie viel kann ich noch erfahren von dieser Reichweite im wahrsten Sinn des Wortes, die der Akku mir noch bietet. Jetzt kann ich natürlich in die Vertragswerkstätte mich bewegen, dort das Diagnosegerät anschließen, irgendetwas auslesen, dass das Batteriemanagement von sich aus freigibt an Informationen. Aber glaube ich dem? Nein, nicht wirklich. Ehrlich gesagt, wenn, dann will ich es tatsächlich wissen. Auch zum Beispiel als Verkäufer möchte ich ein Zertifikat haben, wo drauf steht, so viel ist noch wirklich an Restkapazität vorhanden. Und was kann ich da tun? Ich kann mir zum Beispiel dieses Gerät hier besorgen von der Firma Avilo. Das ist ein Batterietester, da gibt es eine spezielle Software dazu und dann fährt man mit dem Auto und sieht mal, wie schaut es denn wirklich aus. Über das Onboard-Diagnosesystem werden Daten ausgelesen und am Schluss gibt es eine Auswertung. Das ist hier eine Rezension über dieses Gerät. Ich habe es nicht mal noch ausgepackt, ich habe die Software noch nicht benutzt. Ich bin so, wie wenn ihr das jetzt bekommen würdet, auf dem gleichen Informationsstand und ich will euch zeigen, wie funktioniert das, was kann man sich erwarten, was kommt am Schluss raus und wozu ist das überhaupt gut. Das werden wir sehen in diesem ganzen Test. Mal sehen, bin wirklich extrem gespannt. Wir testen eine Zoe. Baujahr 2017, also 4 Jahre alt, knapp 20.000 Kilometer, ist mehr oder weniger immer im Kurzstreckenbetrieb gewesen. Am Anfang mal ein paar längere Strecken, aber seit Jahren eigentlich immer nur so Kurzstrecken. Weiß ich nicht, tut das dem Akku gut, tut es ihm nicht gut. Geladen wird das Auto immer so in der Größenordnung von 30 bis 80, 90% und dann hält das wieder einige Zeit, wie gesagt, nicht so viele Kilometer. Und das spielt ja auch eine große Rolle, wie wurde der Akku benutzt und. Wir wissen das ja alles nicht, wenn wir ein Auto kaufen und der Verkäufer will natürlich transparent Informationen liefern an den Käufer, damit der auch Vertrauen haben kann. Und deswegen ist das eine geniale Sache. Wir testen das jetzt gemeinsam. Ich würde sagen, bleibt mal dran, nach dem Intro geht's gleich weiter. Hallo und herzlich willkommen hier auf meinem Kanal Enercap. Ich bin's wieder, euer Georg. Und ich gehe jetzt mit euch diesen Test durch. Die ganze Werbung in eigener Sache, das blende ich euch da ein bisschen ein zu Rock den Ring, zur Wattpilot Challenge. Also lasst euch nicht ablenken davon, gehen wir gleich da ans Gerät. Gut, wir haben da einen eigentlich ganz nett wirkenden Karton. Machen wir mal auf. Wie gesagt, das hier ist jetzt tatsächlich ein live ist es nicht, aber zumindest ich habe es noch nicht mal offen gehabt, die Verpackung. So sieht das aus. Gehen wir mal raus, sehen, das ist eine kleine schwarze Kunststoffbox. Sieht ganz nett aus, erinnert mich ein bisschen an Star Wars oder so irgendwas. Ja. Cooles Gehäusedesign. Das hier ist ein Gummiring. Und das ist ein ganz einfaches Kunststoffgehäuse, macht einen ganz guten Eindruck. So wunderschöne Verpackung, schöne Kartonverpackung, gefällt mir sehr gut, gut präsentiert. Dann gibt es da ein offensichtliches Netzteil dazu, mal sehen, werden wir wahrscheinlich später noch brauchen. Ah, und hier ein Kabel, um uns mit der Onboard-Diagnose-Schnittstelle zu verbinden, klar, weil da brauche ich irgendwie noch ein Kabel. Und was haben wir noch da dran? Da ist noch irgendein... Ah, okay, gut. Das ist dann offensichtlich für den Netzadapter, nehme ich mal an, steckt man so zusammen, damit man dann das Gerät auch wieder mit Strom versorgen kann. Okay. Mehr war es jetzt mal nicht. Ich habe ein E-Mail bekommen mit Informationen, was ich jetzt tun soll. Das heißt, wir gehen jetzt zum Auto und fangen den Test einfach an.
Gut, jetzt sitze ich schon in unserer Zoe 100% aufgeladen und schaut mal, was da neben mir parkt. Sieht man ja noch nicht so viele. Ein ID.4. Ja, ist immer wieder schön, wenn es neue Elektroautos auf der Straße gibt. Okay, machen wir gleich den Test. Beginnen wir mal und zwar schauen wir in die App rein oder beziehungsweise in die E-Mail. Ich habe da ja eine E-Mail bekommen und zwar die E-Mail, das sieht so aus. Öffne die Avilo Test App auf deinem Smartphone mit diesem Link. Da klicken wir gleich mal drauf. So, dann steht da, hallo Gregor Gieglinger. Ja, das passiert mir leider hier und da, dass mein Vorname verwechselt wird. Ist nicht weiter schlimm. Dann steht da noch, ich werde SMS bekommen. Das ist meine Firmen-Handynummer. Aber ja, da kommt ja auch nur zur Festnetznummer. Da werdet ihr umgeleitet. Und jetzt steht da, lade deine Autobatterie vollständig auf 100%. Dann fertig, was jetzt? Moment, ich muss nochmal das Auto abschalten, weil eigentlich sollte das Auto, glaube ich, abgeschaltet sein. Dann stecke die Avilo-Box in den OBD2-Port deines Autos und dann starte den Motor oder schalte die Zündung ein. Okay, gut. Dann gibt es hier noch eine Hilfe. Schauen wir mal, was kommt da? OBD-Port. Ah, da wird sogar gezeigt, wo der ist an der Zoe. Ja, der ist nämlich wirklich, Moment, zeige ich das. Der OBD-Port, der ist auch tatsächlich wirklich da in der Mitte, muss man wissen, bei der Zoe nimmt man da das ab. Zoe-Fahrer wissen das aber in der Regel wegen dem Problem, dass man nur einen Satz Reifendrucksensoren anlernen kann. Okay, dann geht es weiter. Jetzt muss ich da anstecken. Es gab dazu ein Kabel. Das Kabel, Moment, das sieht dann so aus. Und das müsste ich jetzt hier mit diesem, Winkelstecker, nein, ich kann, ja, oh ja, ich müsste jetzt hier diesen Winkelstecker hier anstecken. Gut, das habe ich schon gesehen, das wird nicht funktionieren, aber ich hoffe, es funktioniert, dass ich die Box da direkt anstecke. So, versuchen wir mal, ob die da reinpasst. Das macht den Eindruck, als wäre es ganz drinnen. Und jetzt geht es weiter, da steht, starte den Motor oder schalte die Zündung an. So, das machen wir jetzt. Klingeling. Und dann weiter. So, und jetzt sollte sich die Box initialisieren. Hier sieht man nichts. Mal schauen. Ich stelle euch da her. Okay. Fahrzeugidentifizierung. So, was tut sich da jetzt? Da tut sich gerade noch nichts. Mal schauen, wie lange das dauert. Dann passiert noch nichts. Kann noch nicht weitergehen. Okay, ich gehe dann nochmal auf Abbrechen. Ich schalte nochmal das Fahrzeug ganz aus. Ah, wie kann. Moment. Auto aufmachen. Gut. Auto zumachen. Bei der Zoe ist das immer so eine Sache. Da muss man öfter mal die Türe öffnen und schließen, damit sie glaubt, man hat es wirklich abgedreht. So, dann stecke ich nochmal die Box ab. Dann gehe ich dann nochmal auf Los geht's. Dann sage ich nochmal, stecke die Box in den OBD-Port. So, dann nochmal starte den Motor. Vielleicht war ich nicht auf der Bremse. Mann, da tut sich nichts. Ah, jetzt. So, jetzt läuft's. Sehr gut. Ihr seht, Fahrzeug, Identifizierungsnummer, dann Batterieladezustand 99,9% und Batterietemperatur der Zellen. Sehr gut. So, weiter. Schalte nicht aus. Ich soll jetzt nicht ausschalten, nicht abstecken, bevor ich nicht die Benachrichtigung bekommen habe. Okay, habe ich verstanden. So, und jetzt Test starten. Gut. Das heißt, ich muss jetzt mal fahren, soweit ich weiß, relativ lang. Ich lasse das jetzt mal mitlaufen und ja, wir sehen uns dann zwischendurch mal wieder mit einem, falls irgendwas Interessantes ist. Ich fahre aber jetzt mal los. Gut, okay. Auf Drive.
Ja, wie ihr sehen könnt, bin ich mittlerweile auf der Autobahn. Die Zoe ist ja eine bekannte Autobahnstromfresserin. Ihr seht hier 110. Gut, heute ist es windig. Seitenwind ist es zwar, aber auch Seitenwind kostet mehr, weil die Aerodynamik natürlich auf Anströmung von vorne optimiert ist. Und wir brauchen jetzt sagenhafte, bisschen, ganz leicht geht es bergauf auch gerade, kann man fast nicht erkennen im Video, wahrscheinlich ganz sicher nicht. So, dann sind wir schon bei 25, 26 Kilowatt Verbrauch, ist schon ganz enorm. Und auf der App seht ihr parallel, wie sowohl meine Fahrtstrecke getrackt wird, als auch, so Moment, also ihr seht, wie die Fahrtstrecke getrackt wird und ihr seht, ja, Geschwindigkeit, Ladezustand, ja, es wird alles aufgezeichnet. Die Box ist online, das heißt, die sendet ihre Daten direkt an den Server von Avilo und ja, da kann dann, glaube ich, auch nichts verloren gehen. Soweit, jetzt müssen wir, denke ich mal, den Akku ziemlich leer fahren. Ich habe, soweit ich mich erinnern kann, auf 10% runter. Dann fahre ich jetzt mal in eine Richtung, Richtung Süden, und dann fahre ich wieder zurück. Und dann schauen wir, was da rauskommt. Und ich melde mich ganz sicher nochmal zwischendurch. Gut, da bin ich wieder. Wie ihr sehen könnt, bin ich jetzt schon Richtung 50% Ladestand unterwegs. Und zwar habe ich gerade umgedreht auf der Südautobahn. Wie weit bin ich denn schon? Was zeigt er? Ich sehe das jetzt gar nicht hier. So muss ich das runterschauen. 83 Kilometer bin ich gefahren. Ich bin auf dem Rückweg. Und soweit ich weiß, muss ich auf 10% runterfahren. In der Zwischenzeit kam auch eine SMS, nur so ganz allgemein, mit einem Link zu dieser Seite. Falls ich da irgendwie rausfliege, dann kann ich das wieder aufrufen. Dann komme ich wieder genau auf diese Seite, hat man mir gesagt, muss ich dann mal ausprobieren. Und ja, ich mache jetzt einfach mal weiter, fahre da gemütlich in unserer schönen Hartblast-Französin wieder Richtung Heimat und dann sehen wir, was da rauskommt. Ja, wie ihr sehen könnt, bin ich schon auf 37,2% herunten und ich fahre jetzt gerade ein bisschen schneller, 33 kW. Moment, ich versuche euch das zu zeigen da. Die Anzeige, ja, die Zoe ist, wie gesagt, hier 140 am Tacho, das sind wahrscheinlich so gerade mal 130 km/h und da fängt die richtig an, Strom zu brauchen. 40 Kilowatt, da geht es richtig rein, aber egal, ich muss hier noch ein bisschen was rausfahren. Bei 50% kam übrigens eine SMS, ich soll den Akkustand im Auge behalten, aber weiterfahren. Ja, das mache ich auch gerade. Ich fahre einfach mal weiter und wir sehen uns gleich wieder. Ja gut, jetzt kam gerade eine SMS, wie ihr hier sehen könnt. Als ich unter 15% kam, kam die SMS rein, ich soll noch bis 5% weiterfahren. Und aktuell bin ich bei 14,4%. Ja, jetzt muss ich nochmal 10% rausfahren. Das dauert ganz schön, auch wenn wir da nur 41 Kilowattstunden haben. Man kommt trotzdem relativ weit. Und ich werde jetzt trotzdem schon so Richtung nach Hause mal fahren. Mit den 10% schaffe ich sicher noch mal locker, naja, bei den Geschwindigkeiten jetzt noch mal 25, 30 Kilometer, eher 30. Ich kann ja jetzt nicht mehr so schnell fahren, da auf der Autobahn ist nur mehr 100 und ja, wird noch ein bisschen dauern, bis ich dann auf die 5 bin, aber ich bin schon sehr gespannt, was dann als nächste Meldung kommt. Ja, wie ihr gerade sehen könnt, sind wir so bei 7,5% Akkustand angekommen. Ich fahre da gerade noch ein schönes Stückchen bergauf. Was sagt mein Bordcomputer? Sagt noch, ich habe 15 Kilometer. Es geht dann wieder ein bisschen bergab. Mal sehen, da wird auch der Akkustand wieder steigen. Bin gespannt, wenn wir dann die 5% unterschreiten. So, Eco-Modus berücksichtigt. Ja, das Auto meint gerade, es wird schon etwas schwierig, ja. So, zeige ich euch gleich, weil es ja auch ganz spannend ist. Ihr seht jetzt das rote Symbol hier. Der Akku ist fast leer, 14 Kilometer Restreichweite. Als erfahrener E-Mobilist ist das natürlich keine Sache.
Da bleibt man noch recht entspannt, nicht so schlimm. Aber wenn ihr Neulinge seid, dann ist das natürlich eine andere Geschichte. So 6,5% sagt die Anzeige. Das ist natürlich was anderes. Wenn man da so Richtung leerer Akku kommt, dann kann man schon einmal ein bisschen nervös werden. Und es ist trotzdem auch, wenn man erfahren ist, es ist immer wieder so ein eigenes Feeling, wenn der Akku schon so leer ist. 13 Kilometer, nein, ich habe ja nicht mehr besonders weit zurück. Aber ihr seht, man muss doch ein bisschen das Können auch haben, einen Akku leer zu fahren. Es ist jetzt natürlich nicht wahnsinnig schwierig, aber dennoch braucht es ein bisschen Übung für das Ganze, ein bisschen Erfahrung. Das soll aber jetzt wirklich nicht das Problem sein, denke ich, für die meisten von euch. Naja, gut. So, 6%. Bleiben wir mal dran bei der ganzen Geschichte. Bin gespannt, wie lange es noch geht. Da geht es ziemlich bergauf. So. Schauen wir mal. 5,6. Das ist eine langgezogene Autobahnausfahrt bergab. Jetzt haben wir aber ein bisschen das Problem, so 5,5. Als nächstes kommt dann ein Gefälle. Das heißt, wir werden wieder zurückgewinnen, Reichweite. Das müsste sich auch zeigen. Nehme ich mal an, ganz stark. So, hier Stopptafel, stehen bleiben und weiter geht's. Gut, 11 Kilometer Restreichweite, sagt mein Bordcomputer, 5,4%. Ja, wie gesagt, jetzt geht's bergab. Mal sehen, wann ich die unterschreite, die 5%. Ja, schön langsam wird es spannend. 5,2%. Mal sehen, wann der Test beendet ist. Der blaue Kreis ist fast voll. Das ist offensichtlich die Anzeige, wann der Test wirklich fertig ist. Durch das Auf- und Abfahren und mit geringeren Geschwindigkeiten hier jetzt eben durch die Ortschaften ist natürlich der Verbrauch geringer. Und dann kommt wieder was zurück. Die Zoe rekuperiert ja relativ gut. Das merkt man dann auch. Das habt ihr gerade gesehen, wie gut die Zoe rekuperieren kann. So, 5,2, das wird nicht weniger. Ja, ich glaube, ich habe es ein bisschen verpasst, aber es dürfte soeben soweit gewesen sein, dass wir fertig sind mit dem Test. Ich suche mir da jetzt mal eine Möglichkeit, wo ich stehen bleiben kann und dann schauen wir uns an, was da jetzt die nächsten Schritte sind. Gut, jetzt sehen wir gerade. Test abschließen. Ich bin gefahren 194 Kilometer. Die Strecke ist da ein bisschen eingeblendet, seht ihr gerade. So, Test abschließen. Deine Batterie ist erschöpft, aber glücklich bei 5%. Gut gemacht, Gregor. Ja, ich bin noch immer der Georg. Wir werden dein Avilo-Zertifikat vorbereiten und bis 5.5. via E-Mail an meine eingeblendete Adresse georg.gieglinger@enercap.at senden. Enercap, der Shop, wo ihr Ladezubehör kaufen könnt, Ladestationen, Ladekabel, ein bisschen Werbung in eigener Sache. So, bis bald. Da klicken wir jetzt noch drauf. So, und was kommt? Ja, das ist ganz lustig. Jetzt seht ihr da noch im Schnellvorlauf das letzte Stückchen. Wird dann auch irgendwie so nachgetragen. Ist doch ganz witzig. Sieht wirklich ganz lustig aus. So. Kommt da noch was? Gut, Test abschließen. Ach ja, gut. Das war noch die zweite Seite, die noch offen war. Ich wollte euch das nämlich noch zeigen, kurz. Ich gehe da mal in die SMS rein. Das erste SMS, da tippe ich jetzt nochmal drauf und das sieht man ganz schön. Ja, da kommt genau die Seite. Das heißt, es ist kein Problem, wenn ihr zwischendurch mal die Seite schließt, euer Handy sich abdreht oder sonst irgendwas. Ganz egal, der Batterietest, der läuft weiter. Ist überhaupt kein Problem. Und was können wir dann noch sehen? Ja, genau. Und wir sehen dann nochmal die SMS. Gut gemacht. Ja, da steht jetzt in den nächsten 24 Stunden. Okay, ich würde mal sagen, nächster Arbeitstag. Nehme ich mal an. Okay, jetzt warten wir dann drauf, was da kommen wird. Und ja, dann, das wäre der nächste Schritt.
Für euch sind es nur ein paar Sekunden, für mich ist es etwas länger Wartezeit. Jetzt muss ich doch noch was dazwischen schneiden. Und zwar bin ich die Zoe noch gar nicht so weit runtergefahren, ist ganz spannend. Und zwar, wie schaut das aus? Ich zeige euch das kurz. Da blinkt jetzt das Akkusymbol, 8 Kilometer. Es kam vor kurzem so ein ganz nervendes Geräusch, also das so wirklich aufmerksam macht, hey, jetzt reicht es dann schon langsam. Und ich zeige euch nochmal, wie schön, ja, Moment, ich will mal ein bisschen langsamer werden. Ihr seht noch, obwohl der Akku so leer ist, hat man noch ordentlich Beschleunigung. 70 kW, kurzfristig, komme noch raus aus dem Akku. Finde ich erstaunlich dafür, dass wir nur mehr 7 Kilometer Restreichweite haben, also überhaupt nicht zäh. Das fährt sich noch ganz super, ist überhaupt kein Problem. Man fühlt sich noch komplett sicher. Es gibt ja Autos, die werden dann so lahm, dass man schon ein bisschen Angst kriegt. Vor allem im normalen Straßenverkehr, das ist schon fast eher gefährlich, weil man nicht mal mehr ordentlich beschleunigen kann. Die Zoe macht das top, ja, und das ist für mich eine ganz neue Erfahrung. So, jetzt zeige ich euch nochmal was. Ja, jetzt, ich glaube 5 Kilometer, dann war es jetzt vorbei. Ich muss da nur schnell auf einen Parkplatz. Eine Sekunde, dann zeige ich euch das etwas besser. Und zwar jetzt ist es ganz aus. Moment, so geht das, glaube ich, noch besser. Und wie sieht das aus? Nur mehr Striche. Aber wie gesagt, fühlt sich alles noch super an. Überhaupt kein Problem. Aber jetzt ist es wirklich aus. Und jetzt kommt dann das Ergebnis. Für euch, wie gesagt, ein paar Sekunden. Für mich dauert es etwas länger. Jetzt habe ich es da, mein Batteriezertifikat. Aber ja, eine kleine Sache. Noch als Nachtrag, ihr seht hier so ein Flachband-OBD-Kabel. Ja, das wäre es gewesen für die Zoe, habe ich leider übersehen. Damit hätte ich den Anschluss viel leichter hinbekommen und dann hätte ich auch die Status-LEDs gesehen. Ich habe jetzt mal hier angeschlossen, ihr seht hier eine LED, die ist zweifarbig. Die hat vorhin gerade noch blau geleuchtet nach dem Anstecken. Hier gibt es noch eine rote und ich kann das nochmal simulieren. Ich stecke hier ab. Und dann wird die da in Blau kommen. Mal sehen, dauert ein bisschen. So, Moment. Gut, so, jetzt ist sie da in Blau. Da drinnen gibt es eine in Blau. Ist etwas schwer zu sehen, glaube ich, da auf der Kamera. Naja, geht schon. Und hier kommt dann noch eine rote. Hätte ich dieses Flachbandkabel gehabt, dann wäre es natürlich ganz einfach gewesen, weil dann hätte ich das Gerät hinlegen können. Dann hätte ich alles wunderschön gesehen. Egal, hat trotzdem funktioniert. Gleich mal zum Zertifikat, aber bleibt dran, es bleibt noch spannend, es kommt noch was ganz Wichtiges, also bleibt noch dran. Wie schaut es aus? Sehr gut schaut es aus, 95% Akkugesundheit, State of Health, das ist der Gesundheitsstatus, kommt dabei raus. Ja, jetzt könnte man sagen, na gut, ja, das Auto hat wenig Kilometer, 20.000 Kilometer nicht mal noch, aber ihr dürft nicht vergessen, 4 Jahre alt. Bei einem Tesla sagt man im ersten Jahr 5% kalendarische Alterung. Das ist nichts Außergewöhnliches, wenn nach 4 Jahren 8 oder 10% Kapazitätsverlust schon eingetreten sind. Haben wir aber nicht, wir haben nur 5%. Hier gibt es noch eine Schwankungsbreite, hier steht mögliche Abweichung plus minus 3%. Da werden wir noch fragen bei Avilo, was das jetzt ganz genau bedeutet. Das ist wahrscheinlich ein relativ weiter Rahmen, in dem das liegen kann. Also konzentrieren wir uns mal auf diese 95%, sieht super aus. Da gibt es noch einige Daten, die da und eine Erklärung. Wir haben 38,5 Kilowattstunden tatsächlich nutzbare Energie und 40,4 wäre es im Neuzustand laut Renault, Datenbank, wie auch immer. Wo auch immer dieser Wert herkommt, das ist der vom Fahrzeug, der Wert, den ich am Anfang hätte haben sollen. Wurde nie gemessen, wissen wir nicht. Vielleicht war es auch mehr, das muss man auch dazu sagen. Möglicherweise werden die Autos auch mit ein bisschen mehr oder wurden mit ein bisschen mehr ausgeliefert. Ist nicht immer so. Da kommt auch noch was, ganz sicher hier auf dem Kanal. Ganz interessante Geschichte, ID3. Dazu aber später in einem Folgevideo. Das sieht nämlich gar nicht so gut aus mit dem... Das ist eine eigene Geschichte. Ja, MEB betrifft dann natürlich auch den ID4 mit den kleinen Akkus, wie gesagt. Okay. Hier gibt es einige Daten, hier gibt es eine Erklärung, das kann sich jeder dann durchlesen. Es ist ja so, ihr bucht das Service bei Avilo, bekommt das Gerät, macht den Test, schickt das auch wieder zurück, bekommt das Zertifikat und habt bezahlt dafür.
Jetzt könnte man sagen, na gut, das ist ja total simpel, das ist einfach eine Messung, ich setze mich ins Auto und fahre da und dann irgendwann ist der Akku leer oder in dem Fall bei der Zoe muss man von 100% oder 95% runterfahren auf 5% und dann wird das einfach gemessen und das na ja, ist ja eine einfache Rechnung, ja, nur eine Zählung. Nein, ganz so einfach ist es nicht. Ich habe mir das schon ein bisschen erklären lassen, es spielen ganz viele Parameter mit. Da gehört zum Beispiel Zelttemperatur dazu, natürlich, ja, da gehört Fahrtgeschwindigkeit dazu. Es ist ja ein Unterschied, ob ihr aus einem Akku die Energie schnell entnehmt oder langsam. Ja, ihr bekommt, je langsamer ihr die Energie entnehmt, umso mehr bekommt ihr raus. Das ist ganz normal, das ist bei jedem Akku so. Also das heißt, schnelle Autobahnfahrt werdet ihr weniger Kapazität entnehmen können als bei langsamer Fahrt. Dann spielt natürlich eine Rolle, fahre ich gleichmäßig oder fahre ich bergauf, bergab mit Rekuperation, wie gesagt Temperatur, es spielen ganz viele Dinge mit und das ist die Besonderheit dieses Service, dass sie schon ganz viele Daten gesammelt haben und aus diesem, ja es ist ja ein Realtest, ja, und warum, genau, jetzt könnte der eine oder andere sagen, das machen wir doch ganz anders, stellen wir das auf einen Prüfstand und fahren wir am Prüfstand eine Simulation ab und dann kriegen wir, haben wir immer gleiche Bedingungen, aber unterschätzt das nicht, der Aufwand ist enorm und man kann das unmöglich in die Breite bringen, weil wie viele Fahrzeuge kriegt man da pro Tag über so einen Prüfstand drüber und was kostet das? Das kostet mehrere hundert Euro, da seid ihr bei ganz anderen Kosten als bei diesem Fall. Das ist hier der clevere Weg, das heißt, ihr ermittelt Realdaten, aber aus dem Know-how oder durch das Know-how der Firma Avilo kann man selbst aus diesen Realdaten rückrechnen, normieren, auf 25 Grad ist die Normierung und dann sagen, okay, unter diesen Normbedingungen hättet ihr jetzt so und so viel. Ja? Also wie gesagt, das wird runtergerechnet auf eine Normierungssituation. Das ist in der Technik ganz normal, Normbedingungen, viele Techniker unter euch kennen das, Normbedingungen, da klackert es dann im Hinterkopf, ah, das habe ich schon mal gehört. Ja, das ist das Geheimnis dahinter, also aus diesen vielen, vielen, vielen Daten, ich habe das auch gesehen, wir werden uns das später auch noch in Folgevideos ansehen, es ist eine großartige Oberfläche für, jetzt nicht für den Endkunden, aber man sieht, wie viele Daten da verarbeitet werden, wie viele Informationen das es da gibt. Es ist hochspannend, hochkomplex. Aber das, ich glaube, einige unter euch wird das massiv interessieren. Deswegen abonniert den Kanal. Da kommen jetzt echt mehrere solche Videos, wo wir auf diese Sachen alle eingehen werden. Gut, was wollte ich noch sagen? Ja, jetzt zu weiteren Tests. Ich suche jetzt, also wir suchen, Avilo und ich, wir machen das dann gemeinsam, ich mache die Videos, wir suchen ganz spezielle Nutzer. Und zwar, wir suchen einen Kona-Fahrer, der vom Akkurückruf betroffen ist und der das Auto noch nicht reparieren ließ. Das heißt, wir machen einen Test vor der Reparatur und einen Test nach der Reparatur und dann schauen wir mal, was sich getan hat. Das ist der eine Fall, also wenn ihr da aus der Nähe seid oder ja, so dass wir auch ein Video machen können und ihr kommt im Video vor, also dürft nicht videoscheu sein, dann meldet euch bitte bei mir an, schreibt an info@enercap.at oder wenn ihr einen e-tron habt und auf dem schon einige Kilometer drauf sind, ja, und ihr viel DC ladet, viel schnell ladet, weiter Strecken fahrt, also Heavy User, oder wenn ihr einen e-tron gerade neu kauft, aber für diesen Anwendungsfall, dass ihr besonders viel Kilometer drauf spulen wollt, dann würden wir periodisch wiederkehrend Videos machen, zum Beispiel im Abstand von einem halben Jahr. Schauen wir uns an, wie entwickelt sich die Akkudegradation. Das ist beim e-tron insofern nämlich spannend, weil ihr wisst ja, Lademonster lädt mit 150 kW durch, hat viel Kobalt im Akku, ja, nicht Kobold, sondern Kobalt. Und kleiner Seitenhieb. Und ja, das finde ich extrem spannend. Und der dritte Use Case, den wollen wir auch in einem Video bringen. Also wie gesagt, meldet euch bitte, wenn ihr ein besonders gepflegtes älteres Elektroauto verkaufen wollt. Auch möglichst schon mit vielen Kilometern. Aber wie gesagt, sollte sehr gepflegt sein. Ihr solltet auch natürlich, wir wollen keine kaputten Akkus, sondern wir wollen zeigen, so was ist so ein normaler Use Case also so oder normale Abnutzung. Nicht irgendwie so extreme, sondern ganz normal. Wenn ihr ein gepflegtes, älteres, 5, 6, 7 Jahre altes E-Auto habt und das verkaufen wollt, wirklich aktiv verkaufen, dann schauen wir uns dieses Auto auch an. Soll, wie gesagt, muss alles ein bisschen da aus der Umgebung sein, Umgebung Wien, darf nicht allzu weit weg sein.
Schauen wir uns das an, machen wir ein Batteriezertifikat und dann verkaufen wir gemeinsam dieses Auto hier über den Kanal natürlich auch gleich. Ich hoffe, der Test fällt dann gut aus, sonst weiß ich nicht, was machen wir sonst mit dem Video. Mal sehen. Naja, gut, nein, ihr wisst ja, wie eure Autos, in welchem Zustand sie ungefähr sind. Ja, die suchen wir. Info@enercap.at, bewerbt euch bitte, wenn ihr interessiert seid. Und wenn ihr sonst irgendwie eine geniale Idee habt, warum gerade ihr da teilnehmen solltet bei so einem Akkutest, das kostet euch dann natürlich nichts, ihr kommt halt in einem Video vor und wie gesagt, ihr fahrt den Test, also ich werde mich da nicht beim Test ganze Zeit daneben hinsetzen, aber wir machen dann ein Video draus und auch aus dem Ergebnis und so weiter, dann bitte ja, bewerbt euch, wenn ihr da mitmachen wollt. Das ist ein hochspannendes Thema, es wird in der Zukunft auch sehr spannend sein, es wird auch sehr spannend sein, ob die neuen Fahrzeuge überhaupt das bieten, was der Hersteller so angibt, wie gesagt, ID3, ist eine kleine Promotion für Folgevideos. Das wird noch sehr spannend. Da gibt es ein paar Ungereimtheiten. Ja, mal sehen. Gut, und bitte bleibt noch dran. Wattpilot Challenge, es kamen neue Videos. Ihr könnt natürlich auch noch mitmachen. Das schneide ich euch hier hinten dran, das Video. Und ja, wenn ihr Fragen habt, könnt ihr natürlich gerne euch bei der Firma Avilo melden, beziehungsweise könnt ihr doch als Service natürlich auch buchen, das geht alles online. Und ja, noch etwas habe ich vergessen, da gibt es noch so Installationsvideos, da war meine Zoe gerade, mein Typ war nicht verlinkt. Also wenn ihr jetzt in der App drinnen seid, habt ihr sogar noch ein Installationsvideo, das kam jetzt auch nicht vor. Zeigen wir dann in Folgevideos, kommt alles noch. Okay, das war's von dieser Seite. Schön, dass ihr bis jetzt dran geblieben seid. Vielen Dank fürs Zuschauen. Nicht vergessen, liken, kommentieren und Kanal abonnieren. Und wie gesagt, bleibt noch dran. Es kommt hier hinten noch was. Ich sage trotzdem, ich freue mich schon aufs nächste Video. Bis dahin, alles Liebe und ciao. Wie kommt ihr dann zu eurem gratis Wattpilot? Übrigens, Rechtsweg ist ausgeschlossen bei dieser ganzen Geschichte. Das ist ja irgendwie sowieso logisch, das kennen wir von jedem Gewinnspiel. Gut, ihr macht jetzt Folgendes. Also ihr habt ein E-Auto, ihr habt eine PV-Anlage und ihr habt einen Fronius-Wechselrichter. Das sind mal die Bedingungen, sonst ergibt das Ganze ja keinen Sinn. Funktioniert ja nur mit Fronius. Ihr dürft eine Mischanlage haben, also von mir ist SMA und Fronius, Away und Fronius. Ihr braucht aber zumindest einen Fronius-Wechselrichter und von mir ist das Smart Meter, falls ihr keines habt, das könnt ihr ja nachrüsten. Ihr macht jetzt Folgendes, ihr macht ein Video bitte im Querformat, mit dem Handy, braucht nicht professionell sein, es ist nur wichtig, es soll originell sein, maximal eine Minute, alles was länger ist, fliegt raus, wird nicht berücksichtigt, maximal eine Minute Video und ihr müsst einfach sagen, warum gerade ihr diesen Wattpilot braucht, warum gerade bei euch der Wattpilot perfekt passt, warum er perfekt bei euch aufgehoben ist, warum das genau das ist, was euch fehlt. Lasst euch was Gutes einfallen, lasst euch gute Argumente einfallen, ich werde sie nicht nachprüfen, sie müssen nur glaubwürdig sein, bitte. Ja, keine extremen Geschichten, die kein Mensch glauben kann. Also argumentiert einfach, warum gerade bei euch der Wattpilot so optimal passt. Ja, wie gesagt, Querformat, unbedingt maximal 60 Sekunden. Dann ladet ihr das bitte auf eurem YouTube-Account hoch. Man kann da einstellen, normalerweise ist das Video dann auf privat, bitte, das müsst ihr umstellen auf nicht gelistet. Damit sieht das sonst niemand, aber auf privat können wir es nicht runterladen. Und diesen Link, der da erzeugt wird beim Hochladen, den nehmt ihr dann bitte und mailt an info@enercap.at mit dem Stichwort Ich will einen gratis Wattpilot. Gut. Dann kommt ihr in eine Auswahl. Wir werden dann 10 Videos, ich hoffe es werden so viele, 10 Videos dann auswählen. Wenn es weniger sind als 10, soll es auch gut sein, habe ich kein Problem damit. Wir werden die 10 besten, originellsten Videos dann auswählen, werden die zusammenschneiden in ein YouTube-Video. Das kommt dann hier auf dem Kanal und dann gibt es ein Online-Voting. Ich würde sagen, wir machen dann ein paar Tage, eine Woche Online-Voting und wer die meisten Stimmen hat, wer am besten abschneidet von diesen maximal 10 Videos, der bekommt dann den Wattpilot samt Ladekabel 11 kW, 22 kW, was ihr wollt, 5, 8 Meter, bekommt ihr dann gratis von uns, schenken wir her. Ja, dann gibt es aber noch eine Kleinigkeit bei der ganzen Geschichte und zwar, wir wollen ja möglichst schnell auf die 10.000 Abonnenten endlich kommen. Diese ganze Geschichte, ja, läuft, bis wir 10.000 Abonnenten haben. Ja, jetzt könnt ihr euch natürlich zurücklehnen und sagen, ja, ist ja egal, kommt irgendwann soweit. Aber vergesst nicht, je länger das dauert, umso schlechter sind eure Chancen,
auf den Wattpilot, auf den Gratis-Wattpilot. Denn je länger die Challenge dauert, ich werde das, wenn das nur so tröpfelt, werde ich das immer wieder wiederholen. Hier auf dem Kanal in den Videos, hey, schaut mal rein, gibt einen Gratis-Wattpilot. Wenn das lange dauert, dann werden mehr Videos eingesendet, ja. Und dann schwinden eure Chancen. Also helft uns, dass wir die 10.000 Abonnenten erreichen. Vor allem dann, wenn ihr Videos einsendet. Das ist ein Vorteil für euch, ja, weil dann eben die Gruppe der Teilnehmer automatisch kleiner wird. Je länger es dauert, umso mehr Teilnehmer. Ich denke, das müsste soweit jetzt klar sein. Weiß nicht, wer sich nicht auskennt, bitte unten mitkommentieren. Dann können wir da noch Informationen ergänzen, falls das nötig ist. Und warum mache ich das? Weil ich den Wattpilot einfach so genial finde. Ja, das Gerät ist einfach super und ich möchte wissen, warum ihr das unbedingt haben wollt. Wenn das gut ankommt, dann machen wir das ganz gerne auch noch mit anderen Geräten vielleicht und dann setzen wir so die nächste Stufe, was weiß ich, 10.500 oder 11.000 Abonnenten, irgend sowas. Nun gibt es vielleicht mal eine Seppi gratis oder so, irgendwas. Ich finde das lustig. Wenn ihr das auch gut findet, dann bitte schreibt das unten rein. Wenn ihr das blöd findet, schreibt es auch gern unten rein. Gebt dem Video einen Daumen hoch. Aber ich bitte euch, macht mit. Wir werden das Ding auf jeden Fall verschenken. Wenn nur ein Video reinkommt, dann ist es ja ganz klar, wer es kriegt. Ja, und wenn viele reinkommen, ja, dann wird es umso lustiger. Ich freue mich auf jeden Fall schon auf eure Videobeiträge, warum gerade ihr den Wattpilot verdient, warum der gerade für euch optimal ist. Ja, lasst euch was Gutes einfallen. Ich bin schon extrem gespannt auf eure Beiträge. Und wir sehen uns im nächsten Video. Ich wünsche euch einen guten Abend, gute Nacht, einen guten Morgen, wann auch immer ihr das Video gerade seht. Bis zum nächsten Mal. Ciao.